Buongiorno, amici! Ich habe nach langer Zeit endlich wieder eure Pokémon neu gemalt. Ihr wart sehr fleißig, ich hatte eine echt gute Auswahl. Es war schwierig, so die Besten von den Besten rauszusuchen. Aber am Ende habe ich mich für diese drei hier entschieden. Der erste von Lena ist so ein Fisch. Ich glaube, das war gar nicht als Pokémon gemeint. Also ich glaube, du wolltest gar nicht ein Pokémon malen vielleicht. Einfach so eine Mischung zwischen ein Fisch, eine Pflanze vielleicht und eine Biene. Aber ich habe da ein Pokémon gesehen. Da habe ich dann so ein paar Visionen gehabt und ich habe das dann realisiert und das seht ihr dann gleich. Dann habe ich von Let's Nemo dieses besondere Pokémon bekommen, ganz offensichtlich so eine japanische Maske, die wir von Anime und so kennen, mit diesen Fächern auch. Da könnte ich mir schon etwas Gutes so vorstellen. Ein sehr interessantes und besonderes Design für ein Pokémon. Die Elemente genommen, die schon da waren, und ich habe sie dann immer mehr aufgepumpt, gepimpt, immer mehr cooler und böser gemacht. Wie zum Beispiel die Fächer. Erstmal ist es eine kleine Krone, dann werden es so zwei Blades an den Armen und dann sogar so zwei Blades und zwei Flügel, dann werden sie sogar vier und so weiter. Die Maske auch. Erstmal ist sie so ganz simpel, minimalistisch und süß und dann immer mehr mit diesen Stacheln, Augenbrauen und so weiter. Das ist immer sehr wichtig, damit das Design immer koordiniert bleibt und damit man es auch als Entwicklung so richtig erkennen kann. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Meinungen. Was hättet ihr von so einer Skizze gemacht? Wie findet ihr das Endergebnis? Also diese Kombo von Typ Gas, Feuer und wie ich es entwickelt habe. Wie findet ihr das? Schreibt das sehr gerne in den Kommentaren. Auch für unser ersten Pokémon, das Elektrofisch. Und jetzt kommen wir zum dritten von Male wegen Langeweile. Diese Ratte, Maus, Hund, keine Ahnung, wie man das nennen könnte, vom Typ Stahl und Licht. Das Design davon fand ich sehr interessant, die Idee. Aber ich musste es noch viel mehr in diese Pokémon-Richtung bringen. Auch hier hatte ich ziemlich viele Spielraum und ich habe mich für das entschieden. Thank you.
Beide Pokémons waren in der Originalzeichnung sehr ähnlich untereinander, also habe ich gewählt, der erste viel kleiner, süßer zu machen, auf vier Beine und nicht zwei. Wie ein Ratifratz, aber geiler, cooler. Und das zweite so, um richtig heftig böse zu machen. Ich habe die Eigenschaften von der Originalzeichnung genommen und diesen Pokémon-Style verwandelt. Was waren eure Lieblings-Pokémon von dieser Folge? Schreibt das in den Kommentaren. Für mich persönlich, ich fand dieses Pokémon mit der Maske und die Fächern am geilsten. Also die Idee und wie ich es dann auch umgesetzt habe, fand ich es am geilsten. Auch diese Kombo Gas-Feuer finde ich. Alleine das ist mega geil. Aber ich will auf jeden Fall auch eure Meinung hören. Und jetzt habe ich eine Hausaufgabe für euch. Und zwar, ihr könnt mir gerne eure Bilder schicken. Ich werde weiterhin sehr gerne eure Pokémon neu malen, da ich so ein großer Pokémon-Fan bin, immer gewesen bin. Schickt mir eure Pokémon rüber und auch eure Zeichnungen, Kindheitsbilder oder auch Zeichnungen, die ihr heute, die Tage gemacht habt. Oder auch noch eure Charaktere von eurer Fantasie, eure Wesen, Charakters, Figuren. Das, was ihr so erfindet, könnt ihr mir gerne schicken. Und ich werde das versuchen dann neu zu malen, so ganz fancy mit so Schattierungen und so weiter, wie ich das immer mache. Dieses kreative Prozess ist immer sehr spannend, sehr interessant zu sehen, was eure Fantasie kreiert. Ich weiß noch sehr gut, als ich klein war, malte ich während dem Unterricht so immer Charaktere, seltsame Tiere, Wesen, Flugschiffe, alles drum und dran. Und ich hätte es mega gefeiert, wenn jemand es mir, so wie ich es im Kopf habe, richtig so umgesetzt hätte. Mit so Schattierungen, Details und das Ganze. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ich mache mein Bestes. Also wenn ihr mir eure Bilder schicken wollt, wie gesagt, auf Instagram mit dem Hashtag Yofalco oder auf diese E-Mail-Adresse für die, die kein Instagram haben. Es ist ein bisschen ungewöhnlich für mich, ganz alleine zu drehen. Danke an meinen Bruder Kayo hinter der Kamera, für die Kamera, für die Location, für die Lichter. Und danke auch an Rupert, an Rob, für diesen mega geilen Pulli. Ich liebe es. Seitdem ich es bekommen habe, habe ich es nie ausgezogen. Außer ein paar Male. Ich schlafe damit, ich dusche mich damit. Also ich liebe es einfach. Danke Rupert dafür. Danke an euch fürs Zuschauen. Wenn ihr die Kunst, die Kreativität unterstützen wollt, dann könnt ihr mir sehr gerne ein Pollicione hochlassen, ein Abo da lassen, um keine weiteren Videos zu verpassen, die Glocke aktivieren, um immer eine Nachricht zu bekommen, wenn ich etwas Neues hochlade. 3 Klicks für euch, aber für mich bedeutet das sehr viel. So rettet ihr mir das Leben. Danke, arrivederci und genießt die Ferien. Das werde ich jetzt auch machen. Ich habe auch die Tage sehr viel für dieses Video und andere Projekte viel gearbeitet, gemalt und jetzt genieße ich mir auch die Ferien. Macht es auch und bis zum nächsten Mal.